So, guten Morgen. Ich habe soeben den Besen geschwungen auf der Straße. Das ist hier im Schwäbischen sehr wichtig. Die sogenannte Kehrwoche, als ich 1991 aus dem badischen Landesteil hier in den Landkreis Böblingen gekommen bin, hat mich gleich in Renningen, war das, eine Frau begrüßt mit Grüß Gott. Und dann habe ich gedacht, ja, bin ich jetzt hier in Bayern gelandet? Nein, sie wollte mir die Kehrwoche erklären und ich müsse auch auf der Bühne hier ausfegen. Nun waren mein Bruder und ich ja in ganz Baden-Württemberg auf großen Bühnen schon gestanden. Und dass ich dann plötzlich mit zunehmendem Alter selber die Bühne hier ausfegen sollte, das war auch ein bisschen komisch. Und später können Sie ja dann in den Flecken gehen, wenn Sie einkaufen wollen. So bin ich begrüßt worden im Schwäbischen. Inzwischen habe ich es begriffen. Ich bin ja längst eingemeindet worden. Nein, schmeckt da, aber ich fühle mich hier wohl und deswegen gehe ich auch samstags mal raus, während meine Frau einkaufen gegangen ist. Und dann gucke ich mal, ob was zu fegen ist. Allerdings diese totale Gründlichkeit, die hier gefordert wird, die lege ich natürlich nicht an den Tag. Aber es ist ja jetzt in der Jahreszeit immer noch auch ein bisschen Laub und anderes da. Also die Schwäbische Kehrwoche ist wichtig, vergessen Sie das nicht, auch wenn Sie nicht im Schwäbischen wohnen. Außerdem hat es für mich auch eine gesundheitliche Bedeutung. Ich komme ein bisschen raus an die frische Luft, kann mich ein bisschen bewegen. Ich habe eine Bürotätigkeit und habe in den letzten Tagen gemerkt, dass mir die Luft so ein bisschen ausgeht, die Kondition verloren gegangen ist. Ich kriege dann so Befindlichkeitsstörungen verschiedener Art und habe deswegen auch jetzt ein bisschen Urlaub und kann mich dann entsprechend frei entfalten, frei gestalten. Das ist gut, ne? Also meine Ehefrau leidet ja nicht an Eifersucht, sodass ich dann auch durchaus mal ein paar Tage irgendwo untertauchen kann. Das werden Sie merken, wenn hier keine Videobotschaft mehr kommt, dass dann der Reppenhagen untergetaucht ist. Das Landesamt für Verfassungsschutz, LFV, weiß ja, wie man mich verfolgt. Da werde ich ja beobachtet als Parkschützer, das wissen Sie auch. Aber ich habe kein Handy und kein Navi. Also die Überwachung wird dann ein bisschen schwierig und mit so Schlapphüte, die mir dann hinterherfahren oder hinterherlaufen, die Zeit ist längst auch vorbei. Aber ich bin harmlos, wollte ich Ihnen nochmal klar sagen. Ich bin erstens mal gewaltfrei, bin zwar politisch links einzustufen, aber im demokratischen Spektrum drin nachweislich und diese Überwachung könnten Sie endlich mal einstellen. Aber da brauchen Sie einen Beschluss, ne, von der Landesregierung und der liegt ja nicht vor. Die grün-schwarze Landesregierung wird so einen Beschluss nie herbeiführen und das Projekt Stuttgart 21 wird scheitern. So, jetzt ist 3 Minuten gleich voll. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Gleich bringt meine Frau ja das Frühstück und dann trinken wir ein Tässchen Kaffee und unterhalten uns gut. Und tschüss.